Hallo an meinem Basteltisch. Ja, heute ist schon der 14. Dezember. In 10 Tagen ist Weihnachten. Man glaubt das nicht. Ja, ich habe heute wieder die ATCs aus meinem ATC-Adventskalender für euch. Interessanterweise ist das hier mein eigenes, weil ich habe diesmal noch einen zweiten Satz gebaut für eine Freundin, die ja so verhindert war. Ja, seht ihr ja schon, wa? So, dann haben wir eins von Tina. Diesen tollen Handschuhen und hier so einen kleinen, süßen, gestrickten Schal da dran. Und hier haben wir eins von Sabine mit diesem ausgestandenen Glöckchen. Ja, was so richtig glimmert, ne? Ja, das waren jetzt die ATCs. Und dann würde ich gerne heute was fürs Dezember machen. Und zwar Halloween trifft Weihnachten. Da hätte ich jetzt richtig doll Lust drauf. Ja, wieder. Ich brauche immer ein Stück Papier, ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt so gewöhnt. So, haben wir schon wieder so extra Compta in der bekannten Größe, A5. Ja, und ich habe mir ein Stempelset rausgesucht, und zwar dieses von Craft Emotions. Das habe ich noch nie benutzt. Eigentlich ja nicht mein Stil, niedlich. Aber so was kaufe ich dann doch mal. Und ja, das möchte ich jetzt hier mal irgendwie auf dieses Stück Papier bringen. Das werden wir mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Ich hoffe, ich habe eine Idee, aber ob man die umsetzen kann, ist ja dann immer die Frage. So, ja, wir versuchen das mal. Mal hier unten machen wir erstmal diesen Santa hin. Genau. So. Na, komm, hoffentlich. Ja, geht. Also das ist jetzt das Versafine Clair. Das ist ja wirklich ziemlich gut als Kissen, finde ich. Bei den Clears sowieso besser als mein Archivel. So, den Santa. Und dann gibt es dazu noch so einen kleinen Hasen. Das ist hier auch so drauf. So irgendwie finde ich ganz witzig, dass der da so genau da so sitzt. Das machen wir hier auch einfach. Der guckt nämlich hier so der Santa Richtung Hase. So, das haben wir schon mal. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir als nächstes da hinsetzen. Hier haben wir sowas. Das könnten wir da oben hin machen, oder? Muss mal kurz überlegen. Ja. Oder machen wir lieber in die Richtung? Müssen wir mal kurz denken. In der Mitte muss nämlich was hin, was so ein bisschen. Ah, wir können das eigentlich hier hin machen. Nehmen wir hier unten. Ist okay. Mal sehen. Mal sehen, was das wird hier bei mir heute. Ich bin ja gespannt selber. Das ist was, was ich eigentlich nicht kann. Ich hatte so überlegt, das so ein bisschen in Richtung. Ja, wie. Ah, toll. Wie Comics zu machen, wo man so Linien zieht und so was alles. Das fällt mir unheimlich schwer, aber das machen wir jetzt trotzdem. Ich brauche hier die Mitte frei. Dann haben wir. Hier so das Nordpol, das wäre bestimmt nicht schlecht, weil das sehr schmal ist. Guck mal, das machen wir einfach hier hin. So, was haben wir alles schon? Hätten wir das anders hinlegen sollen. Hier ist noch so ein lustiges Rentier. Das können wir da oben hin machen. Das ist lustig. So, das guckt so ein bisschen da in die Richtung. Machen wir das mal hier hin. So, und was haben wir noch? Dann haben wir nur noch einen Tannenbaum und so was alles. Die restlichen Sachen habe ich jetzt. Und ein bisschen Schrift und so. Das lassen wir uns mal für später vielleicht. Wenn ich weiß, wo es hingeht. So, genau. Also es ist ja mal Weihnachten. Dann. Okay, hier in der Mitte brauche ich jetzt was. Wie groß war das? 6 mal 6,5. Das muss ich jetzt mal ein bisschen so irgendwie dahin basteln. 6,5 breit. Ja, das ist schon gar nicht so schlecht, wenn wir das hier hin machen. 6,5. Ist auch noch schief, wie ich das gerade sehe, aber das macht jetzt auch nichts. Auf 6. Ich muss ungefähr wissen, wo ich hin muss. 6,5. Ja, so ungefähr. Das ist jetzt hier so ein Quadrat. Das ist schon nicht so schlecht.
So, und das schneiden wir uns jetzt irgendwie erstmal auf. Wartet mal, ein Cutter. Das machen wir erstmal so ein bisschen schräg auf hier. Eigentlich müsste man jetzt halt haben, woran man sowas schräg schneidet, ne? Oder ein bisschen reißt. Eigentlich wäre Reißen besser. Ist aber, ich schneide das anders. Ich muss, glaube ich, am besten ist, ich schneide ein richtig großes Dingsbums hier drin. Kreuz. Dann kann ich das besser aufreißen. Genau. Mal sehen. Mal sehen, ob das so wird, wie ich das haben will. Ja, toll. Man sollte das vielleicht auch durchschneiden. Das wäre schon nicht schlecht, wa? So, und vor allem, ich muss mal gucken. Ich habe heute schon ein bisschen. Ja. Was eingefärbt. Ich habe mich so geärgert. Ihr kennt vielleicht meine Oxide-Kissen. Die hatten hinten so ein kleines Ding. Sowas. Sowas in Kleen hatten die hinten drauf. Und dann diese Kissen da. Und die färben ja komplett ein. Immer, das hat mich so genervt. Da hat die alle auch abgerissen. Ach ja, so nicht durchgeschnitten. Ach Mann, ey. Was ist denn das heute? Komm mal hier. Machen wir richtig hier. Wenn du schon so eine Idee hast, muss man die auch irgendwie so umsetzen, dass es sinnvoll ist. So, jetzt kann man das mal hier irgendwie nehmen und so irgendwie wegreißen, so ein bisschen. Ja, na toll. Das reißt sich nicht mal. Hätte ich jetzt auch noch nass machen müssen, wa? Wenn man nass macht, reißt sich aber immer besser. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Reißen wir das hier mal raus. So, mal gucken. Erstmal gucken. So, und dann müssen wir das hier noch irgendwie kniffen, dass das so. So. Was wird? Ja, das ist schon nicht schlecht. Finde ich schon ganz gut. Hier unten kann es, glaube ich, auch ein bisschen länger sein, ne? Ich glaube ja. So, da haben wir jetzt hier so ein Loch drin. Also. Okay. Können wir jetzt nämlich noch weiter gucken, was wir da noch hinstempeln. Also hier steht ja jetzt noch so Tannenbäume. Genau, und dann gibt es noch. Ach so, wir könnten noch dieses Let It Snow machen. Das könnten wir hier oben hin machen. Das sind nämlich auch so wie Schneeflocken. Warte mal, kann man die dreimal hinstempeln? Müssen wir das dichter machen? Wartet mal. Also kommt hier einfach dieses Let It Snow hin. Ups. Ja, die sind auch noch neu. Das ist auch nicht so gut eigentlich, wa? Dann haben wir hier den Schnee. So. Jetzt ist hier noch ein bisschen Platz. Ich hoffe, da kommt jetzt. Passt das da hin, dieser Tannenbaum da? Glaube schon, ne? Ja, das ist ja nicht so schlecht. Den machen wir da einfach zweimal hin. Genau. So. Oh, was war das denn? Da war ein Haar drüber oder was? Ist egal, ist nicht so schlimm. So, jetzt haben wir noch so einen Spruch. Hier steht nochmal Santa und dann gibt es hier, wie heißt denn das? Special Delivery from Santa. Das ist aber doof. Vielleicht muss ich das nachher mal nochmal schneiden. Das ist vielleicht besser. So, das lassen wir erstmal weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay. Erstmal müsste ich das jetzt mal ein bisschen ausmalen. Was ja, naja, da bräuchtet mir jetzt eigentlich nicht zugucken. Ich wollte die Stifte hier nehmen vom Action. Da haben wir noch einen noch. So ein bisschen alles Mögliche. Mal gucken, was ich damit mache. Also, das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt habe ich das so ein bisschen ausgemalt. So wie das auf der Packung so drauf war. Was anderes kann ich ja nicht. Und jetzt geht es darum, hier irgendwie noch
Ja, so eine. So was hinzumalen, wisst ihr, so Linien oder so was. Ich glaube, dazu nehme ich erstmal einen Bleistift, weil ich traue mir selber nicht, dass ich das irgendwie hinkriege. Also hier könnte man natürlich jetzt so. Die kann man ja auch schräg machen, ne? Genau. Wir machen das mal. Erstmal machen wir hier so eine Linie hin. So. Und die zweite machen wir daneben. Genau, okay. Erstmal so. Und hier machen wir das so, dass das ruhig rüber steht über die Linie. So, gucken wir mal, das war das hier. Das wäre jetzt eben so ein Quadrat oder Rechteck, was auch immer. So. So, dann sind die Tannenbäumchen, die müssen wir auch trennen. Auch zwei Linien. Wir müssten hier auch noch eine Linie machen. So. Und dann das so, wa? Ist das so? Ich glaube ja. So baut man das ja auf. So. So. Haben wir schon mal das. Hier oben könnte man jetzt das so schräg. Ja, das schneide ich jetzt schräg an. Wartet mal. So, machen wir mal. Wir müssen das ja nicht so machen, wie man es sonst macht. Wir können ja irgendwas machen. So, hier eine gerade Linie. Hier auch eine gerade Linie. So. Und das dann so. Das hier auch gerade. So, hier beim Nordpol, da sehe ich ein bisschen ganz eng dran. An meiner Linie. Ja, das ist jetzt in, den hätte ich ein bisschen weiter rüber schieben können, ne? Den Nordpol. Aber gut, ist jetzt so, kann ich auch nicht ändern. So. Dann müssen wir kurz was wegradieren da. Weil da haben wir jetzt einen Radierer. Den, der das auch nicht ganz gerade schwarz macht hier noch mehr. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Ist immer dasselbe mit diesen Radierern. Oh, wenn man ihn braucht, taugen die alle nicht. Na gut. Ich wollte da sowieso noch mal irgendwas farbig machen. Dann spielt das keine Rolle. So, das können wir hier auch so quer anschneiden. So. Naja, also gerade Linien werden das ja bei mir sowieso nicht. Es spielt jetzt auch keine Rolle. So, machen wir das so. Siehst du, die Linie hätten wir auch höher machen können. Fällt mir gerade auf. Warte, machen wir mal erstmal den Sand da hier so einhausen. So. So, wie machen wir das jetzt hier? Machen wir jetzt einen Knick? Warum nicht? Spielt keine Rolle. So, guck mal. Machen wir das hier. Und so ein Knick. Ja, dann ist er doch fast richtig, wie ich es hatte. So. Jetzt haben wir diese Dinger, wa? Ist das okay? Ich glaube schon. Siehst du, jetzt fällt mir ein, ich habe eigentlich noch Pakete vergessen. Das wollte ich eigentlich auch noch machen. Na gut, okay. So, ich muss mich da ranwagen, weil ist ja auch alles wieder was, wo ich erstmal gucken muss, wie wo es hinläuft. So, jetzt nehmen wir unser Blackfoot. Und machen wir hier das Schwarz. So. Na, na, na. Okay. Naja, das wird ja nur so ein bisschen, wa? Aber das geht schon, glaube ich. Ja, das ist okay. Darf bloß nicht so unbedingt auf das weiße Blatt kommen. Das wäre schon gut. Bis jetzt haben wir ja eigentlich nur Weihnachten, ne? Erstmal so. Aber ich habe da schon so eine kleinen, ganz kleinen Fledermäuse ausgestanzt. Habe nämlich nicht mehr so viele. Das sind so aus dieser einen Tim Holtz Schablone hier. So eine längliche ist das. So ganz kleine sind das hier so. Zwei verschiedene. Eine, die so aussieht, die andere so. Die haben wir schon mal. Und jetzt haben wir hier so was, was hier aufgeht. Die fällt mir aber noch nicht so richtig. Das ist noch nicht so richtig. Am Rand hätte ich lieber ein bisschen mehr schwarz. Vielleicht kriegen wir das hier mit diesem hin. Dass der Rand dann noch ein bisschen mehr schwarz ist.
Okay, wartet mal hier, such durch. So, zieh nur erst die Linien nach. Ja, aber machen wir das mal. Also, versuchen wir das hier mal mit so einem Sharpie. Also bei mir, wie gesagt, Linien zeichnen ist ja nicht schlimm. Zumal, das kann ja auch hier so ein bisschen überschnitten werden. Das geht, glaube ich, auch. Das kann man auch machen, ab und zu. So. Bei mir sind auch die Stifte dann immer, ach, das ist dasselbe wie immer, ich weiß auch nicht. Entweder setze ich die nicht richtig auf oder, also ich habe eigentlich mit allen Stiften, egal welche, ein Problem. Die wollen immer nicht so, wie ich will. So. Und hier haben wir auch noch so einen Tannenbaum. Ja, das ist schon gut. Ist schon ja nicht so schlecht. Da ist ein Haar drauf. Brauchen wir natürlich auch nicht. So, achso, da war ja noch diese Schrift, wa? Die passt jetzt nämlich doch nicht drauf. Da habe ich nicht drauf geachtet, siehst du? Oh, hier, das war wieder typisch ich. Genau daneben. Ein Strich ist schon da und der andere ist daneben. Mal gucken, ob wir noch weggradiert kriegen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Jetzt habe ich das vergessen. Aber Santa könnte man noch irgendwo hinstempeln. Also hier zum Beispiel, da passt da glaube ich noch hin. Mal gucken. So. Huch, andersrum. So, machen wir das hier hoch. Und die so ein bisschen einfach so machen. Oh toll, da bin ich auch wieder mit irgendwas dran gekommen. Oh, wie immer. So. Kann man das hier wegradieren? Ja. Ein bisschen. Okay, ja. So, jetzt haben wir das da. Das ist schon nicht mehr so schlecht. Weihnachten, oder? Ach so, Santa. Ja, wir machen den Santa da jetzt noch hin. Wo hier fährt? Naja, nee, da kann ich nicht hinstempeln. Das sieht doof aus. Das muss schon hier, wenn dann können wir halt nur hier hinstempeln. So. So, genau. Ist okay, dann haben wir das auch und gut ist. So, jetzt kommt Halloween. Ja, ich zeige euch mal mein Halloween. Das hier. Und das ist jetzt schon so. Ja, da habe ich schon vorher angemalt. Und Tails, also der hat hier einfach noch das aufgerissen. Ich hoffe, das geht so, wie ich mir das gedacht habe. Der hat nämlich so ganz krallige Finger hier. Das wäre so ein. Ah, das geht nicht. Komm mal hier, komm. Geht doch, ich weiß, dass das gehen muss. Komm mal hier in deine Krallen hier einfach ausholen. So. Ja, nächste Mal. So, der bricht hier einfach durch. Ja, durch diese tolle, heile Welt. Von Stampotique ist das Ding wieder. Jetzt sieht man hier auch, dass das ein bisschen doch noch zu helle ist. So, aber sieht doch ganz witzig aus, oder? So, und jetzt wollte ich eigentlich, ich habe hier noch die Tannenbäume, das ist auch Tim Holz. Das sind, wie heißen denn die? Ach, diese komischen Stanzen, die man auf so eine Plattform drauf machen muss, sonst geht es nicht. Das sind noch so ein lustigen Baum hier. Kann man den nicht noch hier hinten irgendwie rinmachen, rinpflastern, so, als Halloween-Baum? Mal gucken, so. Hätte ich gerne irgendwie, dass der da so vorguckt. So, dann hat er nämlich auch ein Bäumchen. Wartet. So. Und hier sind auch so eine
Etwas. Aber da muss ich erstmal, ich will diesen ganzen Hintergrund hier, der soll noch angemalt werden, ja. Also das Ganze hier. Das innen drin ist weiß, aber dieses rundherum muss ich noch anmalen. Das heißt, diese Teile hier werde ich dann benutzen. Und ich hatte eben die Idee, dass jetzt hier aus diesem ganzen Zeug so diese kleinen Bettys da so rausgehen. Das heißt, ich muss das jetzt hier erstmal mal rundrum. Jetzt muss ich mir überlegen, was jetzt für eine Farbe sein soll. Machen wir was Blaues? Ich muss mal gucken, was ich hier so rumliegen habe. Aber hier ist so. Oh. Mal gucken, was von den Stiften hier einigermaßen passt. Wartet mal. Mal gucken. Wenn nicht, muss ich mal die anderen holen. Das wäre so was Blaues. Ich glaube, der macht aber ja nicht lange mit hier. Weg mit das angucken. Vielleicht machen wir das lieber anders. Ist das das? Da holen wir nämlich lieber Aquarellstifte. Wer weiß, ob die hier so das alle durchhalten. Das wird, glaube ich, nicht. Wartet mal. Oh, jetzt muss ich erstmal hier besuchen. Die sind ja jetzt woanders. Ah, so, hier sind wir drin in so einer riesig großen Mappe. Da gucken wir mal. Hier haben wir einen Blauton. Da ist auch noch ein Grünton. Oder? Was ist denn das? Nee, ein Grau ist das, wa? Das ist ein Grau. Nee, Grau will ich nicht. Das ist Käse. Grau ist hier schön. So, wir könnten noch irgendwas, so einen Braunton nehmen hier. Ist zu dunkel. Das sind jetzt nur die hier mal vorne drin sind. Und dann gucken wir mal, was wir noch haben. Was Gelbes? Nee, gelb will ich jetzt nicht. Gelb ist doof. War eigentlich bei Blau. Warum auch immer. Das machen wir jetzt. So, das heißt aber jetzt für mich, ich muss das ganze Ding jetzt hier mit so eben mal rundherum blau machen. Ja, das kann ich erstmal hier wieder weg. So, naja, also das mache ich jetzt noch. Erstmal wieder alleine und dann können wir uns das hinterher mal angucken, wie es denn aussieht, wenn das alles so blau ist, wie ich mir das jetzt so dachte. Ja, bis dann. Ja, jetzt ist das hier so ein bisschen hellblau und ich habe nur mal eine Linie rumgezogen und da so eine andere Krüschellinie rumgemacht. Das finde ich jetzt ganz gut. Jetzt müssen wir das da irgendwie rinkleben. Ja, dass ich das da wieder irgendwie so hinkriege hier. So geht das. Ja, ist okay. Mal einfach bloß Kleber ranmachen und ankleben. So, mal gucken. Ein bisschen weiter müssen wir das ja machen. So, das passt. Die Finger muss ich dann oben drauf kleben irgendwie. Mal sehen, wie das geht. Mal sehen, ne? Und die ganzen kleinen, also ob ich alle nehme, weiß ich noch nicht. Ne? Ich habe jetzt einfach irgendwas ausgestanzt. Ah, toll. Muss ich wirklich wieder hier so ein. Wo ist meine Nadel hier? So. Genau, so sitzt er da vollkommen richtig. Ja, super, oder? Finde ich echt gut. So, ja, eigentlich braucht man die ja nicht ankleben. Ja, ist ja eigentlich. Nee, eigentlich kann ja damit ja nichts passieren. Ankleben braucht die ja nicht. Weil, so, genau, da hat er ein bisschen Baum und jetzt müssen wir die ganzen kleinen Lustchen. Naja, die ganzen kleinen. So, okay, wir versuchen mal. Huch. Sind ja auch so klein. Ich habe aber halt. Huch. Ich habe halt keine größeren zum Ausstanzen. Dann hätte ich mir welche schneiden müssen und da hatte ich keine Lust jetzt. So. Das heißt also, die kommen jetzt hier alle rausgekrabbelt. So. Das ist ja so das Richtige, ne? So klein fitzelig. Aber so ist es halt. So. Und die fliegen jetzt einfach mal komplett über die Weihnachtsseite.
Er hat die freie lassen. No. Ups. Genau. Nee, das ist, glaube ich, falsch rum, war. Genau, so lang ist das. Müssen wir ja mal ein bisschen aufpassen, wo es ausgestanzt ist. Ja. So, blups. Deshalb ist natürlich auch gut, dass da oben nicht irgendwie ein Bild ist, weil ich es jetzt komplett zerstöre. Ja. Sondern nur so Let It Snow. Oh, ist wieder? Nee, so rum ist richtig. Ja. Können wir doch alle hinkleben, oder? Ich glaube schon. Ja, jetzt hatte ich ja noch mal so einen Baum da ausgestanzt. Und diese komischen, wie heißen denn die? Ach, hab ich vergessen. Diese komischen Dinger hier, die habe ich auch ein bisschen eingefärbt. Damit sie nicht so einfarbig grün sind. So. Jetzt haben wir bloß noch die. Na, ist egal. Dafür sind die jetzt richtig losgelassen da. Oh, oh, komm her. So. Gut, so. Ja, halt mal. Oh, ist angeklebt? Echt jetzt? Okay. Halt nie aufgepasst. Ist nicht so schlimm, ist ja nur mein anderes Blatt. So, also jetzt hatte ich hier so eine Dinger. Wollen wir die jetzt hier auch noch hinkleben? Guck mal, weil das hier so. Hier sieht es doof aus. Da fehlt irgendwie was. Könnte hier so ein Dreier einsetzen, ne? Man macht ja immer irgendwie Dreier. Sieht doof aus, ne, oder? Wartet mal. Mal gucken. Hier haben wir noch eins. Das ist schon okay. Das setze ich jetzt da auch hin. Egal. Manche Sachen müssen so sein. Auch wenn sie vielleicht dann. Oh. Lag der Kleber zu lange rum. Mal sehen. So. Also eins da. Könnten wir noch hier unten hinten machen? Na, sag mal. Komm her hier. Nicht auf den letzten Metern jetzt hier mich ärgern wollen. So, das Bäumchen lassen wir weg. Das hat der noch. Aber hier würden wir noch eins hinmachen. Vielleicht da oben. Oder wir lassen es bei 3. Oder kann man wirklich hier 2 hinmachen? Ich glaube, das mache ich jetzt. Da habe ich zu viel Platz gelassen. Erst hatte ich ja gedacht, ich mache so noch irgendwie Schenke oder sowas hin. So, jetzt bräuchten wir noch irgendwie was. So kleine rote. Halbperlen holen? So kleine rote Halbperlen oder sowas, die da an den Baum kommen. Ich hole mal welche. So, dann mal gucken, ob wir hier in der Kiste irgendwie rote drin haben. Ich habe zwar alle mit den Farben, aber wahrscheinlich kein Rot. Das ist ja Mist. So richtig rot ist da nebenbei. Oh, hier auch nicht. Nee. Gold haben wir noch. Aber Gold ist jetzt eigentlich auch nicht das Fischchen. Extrem viel Rosa und so ein Schnullibub. Ja, das ist alles hier noch so Schätze, wa? Ja, toll. Wann soll man sowas alle kriegen? Jetzt lacht mir das mal einer. Ah, hier ist so ein dunkles. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. So ein ganz dunkles Braun. Eher in Richtung Braunrot. So. Dann kann man die nehmen.
Wartet mal. Gucken wir mal. Das ist so ein bisschen in das Kupfer. Das passt alles nicht so richtig. Ah, nehme ich doch goldene? Oder hier so was gelbliches? Den Ton haben wir hier schon wenigstens. Aber richtig gefallen tut mir nicht. Ich hätte lieber rot. Oder ich muss rote Steine holen. Dann muss ich nochmal aufstehen. So, rot gefällt mir doch besser. Noch ein paar hier rausangeln. Weil hier sind auch Ecke drin. Wartet mal, haben wir da irgendwie die, das ist zu groß, das Ding. Da sind ganz viele verschiedene Größen drin, oder? Wartet mal, mal gucken. Naja, da gibt es jetzt hier so was. Jetzt gibt es das ohne Steine. So, und ich habe auch irgendwo so einen Schmucksteinkleber. Gibt ja für alle einen Kleber. Das Einzige ist, dass ich hier dieses Ding mal irgendwie falsch aufgemacht habe und ein Stück abgeschnitten habe. Das ist immer ein bisschen doof. So, und jetzt machen wir hier einfach mal da, wo dieses Ding ist, noch in so einen Stein hin. Das will ich jetzt. Na, doch, geht. Da ist einer verloren gegangen. So, wartet mal. Machen wir da einfach überall einen Stein hin. Na, es ist immer dasselbe. Dieses Ding hängt so fest, dass der Stein nie abgeht. Das ist wahrscheinlich nur für SU-Steine hier da. Ich weiß es nicht. Und meins sind keine. So. Und jetzt will ich aber in den Baum da auch noch was drin haben. Ach, guck mal, hier ist auch eine Halbperle drin. Da hat einer eine reingeschmissen. Wer war denn das? Ja, hier ist echt eine Halbperle drin. Aber die nehmen wir jetzt trotzdem nicht. Die ist ja schon rausgefallen. Machen wir zwei oder drei darin in der Mitte. Drei, wa? Das ist ein Eck, ja. Hier sind ganz, ganz kleine drin. Also die, das ist winzig. So, jetzt. Na komm mal, jetzt ist das Ding wieder. Da kommt eins hin. Da und fast an der Spitze. So. Dann haben wir da jetzt noch ein paar so eine Steine verarbeitet. Ah, ist immer dasselbe. Guck mal hier, jetzt hier. So. Der hat nämlich auch einen Weihnachtsbaum. So, reicht das mit denen? Eigentlich fehlt da jetzt eins. Das ist doof. Einen müssen wir noch holen. Einen müssen wir noch hier holen und den müssen wir hier hin machen. Das geht so nicht. Das reicht mir jetzt nicht. So. Warte, eine brauche ich noch. So. Blub, komm mal her jetzt hier. So, gut. Und die Halbperle muss ich nachher mal gleich in den richtigen Beutel oder die richtige Tüte packen. Huch. Oh. So. Na. Nicht umfallen da alles. So. Ja. Jetzt habe ich das ja hier so ein bisschen nur komisch angeklebt und bitte hier, das müssen wir einfach wegschneiden und zwar ein bisschen, warte mal, so weit wie ich da rinkomme. Ich klebe das ja noch in mein lustiges Buch da ein. Ich glaube, das ist schon so weit, wie ich mir das gedacht habe. Ja, wir könnten jetzt natürlich diesen kleinen Fledermäusen hier noch irgendwie zwei Augen drin malen oder so. Das sieht aber nee, das machen wir nicht, wa? Nee, lieber nicht. Oder vom Stanzen nochmal. So, ich glaube, ich bin eigentlich fertig mit meiner Seite. Ja, ich finde das okay. Das ist wieder so eine typische X-Seite. Gut, ich nehme die jetzt nochmal an. Also, das ist jetzt mein Weihnachten trifft Halloween, oder? Wie hieß das andersrum? Moment mal. Halloween trifft Weihnachten, so. Genau. Der kommt aber so richtig durch und lässt die Fledermäuse da frei. Über das niedliche Weihnachten. So, da ist jetzt meine Seite fertig. Ja, ich bin gespannt, wie euch die gefällt. So, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.